Hallo, mein Name ist Tosh und willkommen zurück zur vielleicht letzten Folge von All the Mods 7 To the Sky. Also, erst einmal, wieso vielleicht die letzte Folge? Wir haben nicht mehr wirklich viel, was wir machen müssen für den All the Mods da und für die Creative Items. Ich weiß aber nicht, wie gut wir heute mit einem Mod durchkommen, und zwar Botania. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz ins Inventar, denn ich habe mir hier links jetzt quasi die letzten Sachen aufmarkiert, die wir noch machen müssen für den All the Mods da. Die Runen können wir uns quasi in einem schon mal wegdenken. Die will ich noch nicht. Die, wenn wir einmal das meine Setup haben, ist das gar kein Thema. Charm of Knowledge und Wizard. Das müssen wir noch fertig machen, aber ich glaube, das kriegt man relativ gut hin. Eternal Obsidian Skull, dafür müssen wir noch eine Hephaestus Forge aufbauen, dazu später. Platinum Blöcke habe ich da einfach auch mit markiert, aber naja, das ist ein Rezept. Snow Queen Trophy, wir brauchen 13 Stück. Das heißt, ich muss entweder sehr viel Zeit im Twilight Forest verbringen oder ich versuche was, eine kleine Strategie, ich bin mir nicht sicher, wie ich das schaffe. Ein Master Fusion Crystal ist nicht das Thema. Dragonstone, auch abhängig davon, wie gut wir durch Botania kommen. Arcane Dragon Egg. Kriegen wir bestimmt ganz gut hin. Wir brauchen nur diese Golden Dragon Scales. Dafür brauchen wir aber Dragon Heads. Aber die können wir auch über Essenzen herstellen mit einem Blank Skull. Das wird also auch nicht das Thema. Empty Soul Gem. Ich habe noch nie damit gearbeitet. Das wird einfach, ich gehe da rein, probiere das. Entweder es klappt und wir haben Glück oder wir haben Pech und es dauert noch eine Folge. Ja, haben wir gerade eben schon erklärt. Rune of Winter haben wir gesagt, ignorieren wir. Glyph of Wither. Generell die Ressourcen kriegen wir hin. Das ist nicht das Thema. Ich weiß nur nicht, wie das gemacht wird. Vor allem, weil hier noch steht, dass wir die noch nicht freigeschaltet haben. Ich muss mal gucken, wie es klappt. Und wir brauchen noch eine Dark Soul. Das heißt, wir müssen Dark Souls 1, 2, 3 durchspielen. Oder wir verbinden eine Soul mit Corruptidust. Corruptidust sollten wir eigentlich haben. Und Souls haben wir 13 Stück schon. Die habe ich schon fertig gemacht. Das ist relativ einfach. Man nimmt hier so einen Soul-Extractor, richtet den auf Soul-Sand, kriegt eine Soul raus und übrig bleibt Soul-Sand. Das ist nicht wirklich schwierig. Und der Soul-Extractor, das ist ein bisschen Quarz, Netherbricks. Ein Ultram-Jar, das braucht Edelwood-Planks, aber diese Edelwood-Saplings kann man über einen Markt kaufen. Ich würde sagen, springen wir doch einfach mal in die heutige Folge rein und schauen, wie es losgeht. Zuallererst machen wir einfach mal schnell die ganz einfachen Sachen weg. Platinum Block, Bronze Nugget, dann haben wir schon mal das und das weg. Ein Master and Fusion Crystal, den machen wir jetzt einfach gerade schnell zusammen. Ein Premium Gemstone, kriegen wir relativ schnell hin. Zack, haben wir. Hey, wo ist meine? Dann brauchen wir eben nochmal. Wobei einmal reicht, kriegen wir E4 raus. Und wir haben das. Sehr schön. Dann Corruptidust einmal fertig machen. Wir brauchen noch ein Rezept für Arcane Crystal das. Ach, Rezepte. So, wir wollen einmal Corruptidust. Wir brauchen ein Rezept für Arcane Crystal das. Das ist auch relativ einfach herzustellen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was haben wir jetzt hier. Wir haben 3 Crafting-Rezepte und ein Ofen-Rezept. So, Furnace. Ich schmeiß jetzt mittlerweile Uranit raus. Ich habe das irgendwann einfach mal durchlaufen lassen, davon sollten wir jetzt genug haben. Unsere Crafting-Rezepte packen wir hier rein. Und wir sollten, wenn wir jetzt einmal sagen, Corrupti, da, 13 Stück. Oh, schon fertig. Packen wir jetzt mit den Soul zusammen. Und wir haben unsere 13 Dark Souls. Das heißt, wir haben schon die nächste Sache fertig. Der nächste Schritt ist schon fertig. Und zwar habe ich jetzt hier die Potions automatisiert. Wir laufen jetzt einmal die Potions für Charm of Wizard 2 und für Charm of Knowledge 2 durch. Im Grunde genommen ist das eigentlich nur Bottle of Enchanting mit Netherwarzen zusammen. Und hier Netherwarzen, Wizard Skull Fragment und das. Sollte das jetzt zu wenig sein, dann werde ich jetzt wirklich einfach nur gucken, dass ich die Teile einfach nochmal ein bisschen farme bei den Wizard Skeleton und schnell vorbeigehe mit meinem Schwert rumhaue Ende. Und Bottle of Enchanting kriegen wir hier über die Essenzen mit den Glasbottles.
Ich denke mal, wenn wir die Rezepte jetzt einmal hier fertig machen, dann haben wir einmal hier Charm of Wither mit der Potion of Wither, bitte. Und das gleiche dann nochmal mit der Knowledge Potion. Ich schätze mal, da werde ich gleich nochmal ein paar Upgrades reinhauen, dass das ein bisschen schneller geht. Aber damit haben wir auch schon den nächsten Schritt gemacht. Eben da. Und wir können wieder sagen, 1 und 2. So, schauen wir doch jetzt mal in Botania rein. Ich will eigentlich gucken, dass wir Botania so ein bisschen im Schnelldurchlauf hinkriegen. Und zwar werde ich jetzt schauen, einmal hier eine grundlegende Mana-Versorgung aufbauen. Ich werde wahrscheinlich einfach nur die Endoflame nehmen und unsere 22 Millionen Kohle hier verheizen. Das ist mir mittlerweile egal. Ich habe auch schon die Erzverarbeitung wieder abgestellt, weil... Ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Es ist zu viel geworden. Ich brauche es nicht. Das wäre ein Modpack, wo ich wirklich sagen würde, komm, gib uns die Singularities Ende. Das würde super gut hier reinpassen, finde ich. Die Menge, die man hier reinkriegt, das ist ja auch passend. Aber naja. So, wenn wir jetzt Botania einmal anfangen wollen, brauchen wir eine Petal Apothecary. Haben wir. Wir werden ein Sink brauchen. Haben wir. Das packe ich jetzt einfach mal ganz doof hier hin. Und ich habe ein paar Mystical Flowers schon geholt. Denn die erste Blume, die wir auf jeden Fall brauchen, ist die weiße. Und da gibt's, ich weiß nicht, ob es den Trick immer noch gibt. Den Trick. Es gab mal die Möglichkeit, dass man hier so eine Pflanze hinpackt. Bäume drauf und man kriegt so eine große raus. Die uns dann 4 Stück gibt. Das mache ich jetzt noch einmal. Und dann haben wir eigentlich von denen, glaube ich, schon genug. Aber im Grunde genommen, ich kann mir den Fertilizer so schnell craften. Es ist also eigentlich nicht mehr wert. Aber gut. Wir machen jetzt einfach eine Pflanze fertig. Wir brauchen Seeds. Und einen Bucket, wäre nicht schlecht. Ihr wisst gar nicht, wie schwierig es war, dieses ganze Reaktor-Setup da hinten quasi aufzubauen, vorsichtig alles abzubauen, mit einer kaputten Maus, die random einfach Doppelklicks macht. Das war kein Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich diesen Befehl für Radiation gemacht einfach. Ich bin ganz ehrlich. Normalerweise bin ich so der Typ, wenn ich Fehler mache, wenn sowas passiert, ja, aber nicht mit der Begebenheit, dass meine Maus einfach mal meint, ey, ich mache einen Doppelklick oder sogar mittlerweile schon Dreifachklick. Wenn ich jetzt wirklich mal aktiv selber einen Fehler mache, dann ist das so der Fall, aber... Ansonsten, nee, danke. So, wir machen einmal schnell die 4 Stück fertig. 4 Pure Daisies. Warum 4 Stück? Ich werde einfach jetzt einmal sagen, 16 Stone und 16 Oak Lock. Und dann packen wir das einfach mal hier hin. Bis gleich. So, ich habe hier das Set aufgebaut für Living Wood und Living Rock. Das beschleunige ich jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen. Dass wir einmal wenigstens ein bisschen schon mal was machen können. Wobei ich werde das generell einfach so ein bisschen schon beschleunigen. Also so gut es geht halt einfach. Blub. Blub. Ach ja, bevor die Frage kommt, ich werde hier die Quests werde ich nicht mehr fertig machen. Ich habe mich hier in diesem Modpack gefühlt eh nicht dran gehalten. Also werde ich jetzt auch nicht gut verwenden. Also mehr brauchen. So, wir haben jetzt genug Living Rock und Living Wood, dass wir einmal einen Mana Spreader machen können. Einmal so. Wir brauchen einen Mana Pool. Beziehungsweise, da mache ich schon mal 2 draus. Und wir brauchen so einen Mana Splitter, den wir natürlich machen können. Auch gut. Und dann mache ich jetzt einmal ganz kurz weg. F7 aus. Packe ich das so schon mal hier hin. Das wird jetzt auf jeden Fall kein wirklich schönes Setup, das weiß ich jetzt schon. Denn ich bin mittlerweile einfach nur noch 30-40 Pack fertig kriegen. Und Botania ist mittlerweile einer meiner, ich sag mal, ungeliebteren Mods. So, wir brauchen noch einen Wand of the Forest. 1, 2, 3. 1, 2. Und wir brauchen dann ein paar Endoflames. Die werden gemacht aus 2 Braun, ein Grau, ein Rot. Die mache ich, ich mache davon 8 Stück mal fertig.
So, das Setup steht und wir können hier einfach so ein paar Kohleblöcke hinschmeißen. Wenn der Magnet aus ist. Und die sollten sich dann alle aus Kohle schnappen. Und das Teil sollte anfangen, Mana zu produzieren. So, schauen wir mal, ob wir schon ein bisschen Mana hier machen können. Ich bezweifle es. Beziehungsweise können wir... Mach mal das hier aus. Den beschleunigen. Das sieht doch gut aus. Da haben wir doch schon das Mana-Ziel zusammen. Dann können wir nämlich jetzt noch einen Mana-Splitter machen. Ungefähr so. Das hier hinpacken und ihm dann sagen, er soll hier drauf feuern. Beziehungsweise wir können auch noch mit dem Living Rock, den wir hier haben, nochmal zwei weitere Mana-Pools machen. Ungefähr so. Und dann können wir das Ganze ein bisschen ordentlich aufteilen. Ja, ich werde jetzt hier einfach ein ganz, ganz simples Setup machen, dass wir quasi dauerhaft hier Kohle reinfeuern. Dass wir hier nicht wirklich Mana, beziehungsweise nicht auf den Mana-Pool darauf zu feuern. Ja, gut. Machen wir so, wenn dir das lieber ist. Und jetzt muss ich die Nadel nochmal neu binden. Ja, ich baue das Setup dann nochmal gleich auf. Bis gleich. So, und das ist unser Mana-Setup, quasi eine Open Crate, die Kohle über diese Ender-Chest kriegt. Und die Kohle fällt hier auf diese Oak Pressure Plate. Gibt ein Signal ab an den Block hier unten. Der ist quasi an so einen Redstone-Transmitter verbunden, der an diesen verbunden ist, der ein Signal an den Hopper abgibt. Wodurch wir jetzt hier seelenruhig Mana produzieren können. Würden wenig dauern. Vielleicht mache ich noch eine andere. Es gibt noch so eine Wither-Rose. Beziehungsweise, wo haben wir nächste Wither Rose? Wo haben wir sie? Hier die Wither Akonit. Die werde ich vielleicht nochmal machen, wenn wir ein bisschen Mana haben. Und dann. Oh, stopp, die. Dann haben wir ausgezockt. Oh, da brauchen wir einen. Haben wir eine Wither Rose? Ja, gut, aber die herzustellen ist ja nicht so wichtig ein Thema im Modpack. Oh, wir haben sogar zwei. Sehr schön. Gut. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir das nächste Setup. Und zwar brauchen wir noch eine Smeltery. Ich habe nämlich einen Block vergessen. Wir brauchen ja auch Unobtainium Alloy. Unobtainium Olzimodium Alloy für das Drumherum. Dafür brauchen wir eine Smeltery. Haben wir überhaupt hier Bricks? Wow, wir haben gar nichts. Gut, ich baue hier mal schnell die Smeltery auf. Ich glaube, jeder weiß, wie eine Smeltery aufgebaut wird, der hier die Modpacks kennt. Bis gleich. Also, wenn mir irgendeiner gesagt hätte, dass ich wirklich in der letzten Folge von Olzimods 7 to the Sky nochmal eine Smeltery aufbaue, den hätte ich am Verstand gefragt. Aber es ist wirklich so der Fall. Naja, wir haben jetzt hier. Also das ist für euch. Achso, ich mein Jetpack. Smeltery mit Soul Lava. Soul Lava habe ich aus dem Vulkan im Sasa geholt. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Einfach ein bisschen rumsuchen, findet man schon. Hier unten drunter habe ich ein Rezept quasi für das eigentlich. Aber das wird jetzt hier nicht rausgesogen. Warum? Muss ich mal gucken, warum das nicht rausgezogen wird. Im Grunde genommen. Die Pickled Shards kommen hier automatisch rein. Das fertige Produkt wird hier rausgezogen, auf die Pickelzart gegossen und wir kriegen Unobtainium Olzimodium Alloy Ingots. Und automatisch wird auch nachgefüllt. Aber warum kriegt der. Warum zieht er das jetzt nicht automatisch raus? Warum wird jetzt hier nichts nachgezogen? Muss ich jetzt nicht verstehen. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt Unobtainium Alloy Blöcke automatisieren. Für einen Star brauchen wir 3, 6. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 23 Blöcke. Dann machen wir doch jetzt einfach mal währenddessen 22 schon mal für den ersten fertig. Kostet uns ja nichts.
Im Grunde genommen muss ich jetzt einfach nur ganz gemütlich vermischen und es kann kein Output finden, solange es nicht gemischt ist. Gut, dann können wir uns ja um die nächste Sache kümmern. Mana ist mittlerweile ein bisschen was gefüllt, also für die Runen dürfte das schon bald reichen, also für ein paar. Aber ich schätze mal, wir werden nicht drum herum kommen, dass wir diese Wizard-Rune machen. Aber bevor ich jetzt hier wirklich mit den Runen schon anfange und die weghaue, möchte ich einfach mal schnell im Twilight Forest die Schneekönigin finden. Ich habe mir da schon was überlegt, was vielleicht klappen könnte. Wie wir das machen, seht ihr gleich. Ich werde jetzt aber erstmal hier ganz kurz mein Inventar ein bisschen aufräumen und einmal alle anderen Bosse im Twilight Forest umhauen. Ich schätze mal, das werde ich einfach mal kurz ein bisschen zusammencutten. Bis gleich! Und genau einen Raum weiter war es sogar schon. Gut, dann fliegen wir jetzt mal hier rein. Fliegen wir einmal hier. Achso, das Eis. So, hier haben wir die Snow Queen und ich möchte jetzt mal gucken, ob wir. Jetzt habe ich mal Touren anscheinend getan. Die einfangen können und replizieren können. Können wir nicht. Klappt das? Das klappt. Das macht das alles so viel einfacher. Das heißt, wir können jetzt einmal zurück in die Base. Und dann machen wir ein paar Snowkins fertig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe hier einen alten Chicken Spawner. Ich habe einen Spawn-Egg für die Snowkins. Oh. Mistakes were made. Mistakes were made. Wo ist der Spawner? Was habe ich da veranstaltet? Das war natürlich auch eine sehr geniale Idee, einen kompletten Spawn, komplett gepowerten Spawner dafür zu nehmen. Ja, ich glaube, wir haben genug Snow Queens. Zum Glück können wir die one-shotten. Ich sehe hier absolut gar nichts, ne? Ja, ich glaube, das sind ein paar. Ja, ich glaube, das hat's gebracht. 26, das dürfte auf jeden Fall reichen. Damit haben wir auf jeden Fall das nächste Item fertig. Die Snow Queen Trophy. Mit der Hilfe unseres Partners hier haben wir ein paar Milcheimer geholt. Die können jetzt alle mal kurz hier rein. Die wir noch eine Rezepte brauchen. Danke, Kuppel. Du darfst dich jetzt ausruhen.
Es ist soweit. Ich habe so viel Crafting verbracht. Aber wenn wir jetzt hier bei Add All the Tweaks reinschauen, wir haben Oblivion Shards, Philosopher's Fuel, Pulsating Black Hole, Dimensional Seed, Nexium Emitter, Patrick Star, Improbable Probability Device, Dragon Soul und Wizard's Compass. Wir können ihn craften. Einmal, wir sollen jetzt mal ganz schnell die Belohnungen hier ab, die würde ich mir ganz gerne mal anschauen, was ich dafür kriege. Master of Space. Okay, ein Schwert. Ein Schwert. Ein Stab. Stimmt, die Creative Assets haben wir noch gar nicht geholt. Die haben wir nämlich auch noch. 13 Stück. Aber ganz ehrlich gesagt, so wie ich das sehe, diese Belohnungen sind jetzt echt nicht wert. Überhaupt nicht. Immer noch so meiner Meinung nach eines der größten Probleme von Modpacks. Ja. Gut. Dann setze ich jetzt hier die ganzen Rezepte noch fertig ein. Es ist fast alles fertig und dann sehen wir zu, wie der All the Monster gecraftet wird. So Leute, es sollte jetzt eigentlich alles klappen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wir schauen jetzt einfach hier drauf. Sagen LTM Star 13 Stück. Nicht 1013, 13. Alles sollte passen. Start. Das sieht doch sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Leute, wir haben es. Das ist einfach so ein schönes Gefühl gerade. Da ist er. Der erste von vielen. Wir haben ihn. Schauen wir doch mal sofort rein. Der erste All the Mods da. Keine Quest? Wieso wird hier. Ich frage es gar nicht. Aber. Was machen wir jetzt mit diesem All the Mods da? Im Grunde genommen ist es eigentlich so, dass man den verwendet, um die nächsten schneller herzustellen. Aber wir haben schon alles. Wir haben schon alles zusammen. Ich würde sagen, ich lasse jetzt das einmal auf die Stur staufen. Ich nehme das Ganze auf. Und dann machen wir die ganzen Creative Items fertig. Bis gleich. Jetzt, da wir den All the Mods da haben, müssen wir eigentlich schon mal gucken, womit wir eigentlich anfangen. Und naja, ganz ehrlich gesagt, es ist eigentlich total egal. Ich habe mir schon überlegt, dass vielleicht zuerst das Source Jar machen, aber ich will es erstmal so machen. Ich nehme die ATM Stars raus und dann gehen wir einmal durch. Wir wollen das Creative Source Jar auf jeden Fall. Wir wollen das Creative Spellbook. Oh, was fehlt da? Ah, Source Jar Blöcke. Die mache ich mal schnell fertig. Damit geht die relativ schnell, besonders jetzt, wo wir Creative Source haben. Packen wir doch mal direkt hier neben. Block of Amethyst? Wieso willst du jetzt nicht? Ist das jetzt im Weg? Ah, das war im Weg.
als nächstes wollen wir das Creative Spellbook. Und zu guter Letzt wollen wir den Creative Mana Pool. Und zapp, oder Runen braucht man jetzt eh nicht mehr. Das heißt, wir haben schon mal die nächsten Creative Sachen. Was steht jetzt noch an? Wir brauchen noch einen Star für den Creative Motor. Und also, ja, ich könnte jetzt die Pressure Chamber aufbauen, aber ganz ehrlich gesagt, wir haben den Mod für gar nichts gebraucht. Ich sag einfach, wir haben es gemacht, Ende. Dafür, da bin ich jetzt wirklich mal faul. Das ist es mir nicht mehr wert, das hier gerade, weil dafür, ja, Pneumatik Kraft aufzubauen, ich mag den Mod eh nicht wirklich. Wir haben die All-Summer Stars dafür, Ende. Wir brauchen noch den Creative Energy Cube, die Creative Energy Battery, den Creative Generator, die Energy Cell Creative und die Creative Energy Cell von Applied. Die Sachen habe ich schon mal vorbereitet. Ich würde sagen, wir fangen mit der Creative Energy Cube an. Na, den letzten wollen wir auch noch. Und sagen dann jetzt 1, 2, 3, 4 plus 4. Oh. So. Und das wird einen kleinen Moment dauern. In der Zwischenzeit können wir einmal rübergehen. Natürlich müsst ihr in der letzten Folge auch noch auftauchen. Reißen hier mal ganz kurz etwas ein. Holen uns eine Ranch raus. Nehmen dich einmal. Dich und dich weg. Die platziere ich hinterher wieder hin, keine Sorge. Packe da noch einen hin. Und sage dann so, so, so. Und wir machen eine stinknormale Truhe gerade dahin. Ach komm, nehmen wir so eine Twilight Oak Chest. Was kann da schon schief gehen? So. Und wir brauchen für den Creative Motor zwei normale, drei große, zwei Chefs und ja. Cogwheel brauchen wir zwei normale, drei große. Chefs waren das jetzt zwei Stück. Und eine Gearbox. So. Gearbox unten. Large Cogwheel. Ey. Ist das jetzt ein... In der letzten Folge wirklich müsst ihr mir noch auf den Nerv gehen. So, da eins. Zack, zack. Ach. Hallo. Ich will dich. Das ist jetzt Witz. Dankeschön. Boah, war das eine Geburt. Und dann ist es da rein. Und wir haben jetzt gleich den Creative Motor. Ich schätze mal, in der Zwischenzeit wird auf der Creative Energy Cube fertig sein. Wir haben damit, ich habe da 18 Nitro Rods dran, das dürfte relativ flott gehen. Da ist der. Und wie versprochen, kommt 1, 2, 3. Und Buck. So. Dann, wie sieht das aus? Ist der Creative schon fertig? Der Creative Energy Cube ist fertig. Die Creative Energy Cell. Wir brauchen eine Dense Energy Cell. Da ist sie. Einmal, zweimal. Packe ich jetzt ganz doof einfach. Komm, hier ist es wieder frei. Steht überall auf Export. Wir brauchen einen Plug. Input. Bypass Limit. Hau rein. Ui.
könnten dann, glaube ich, jetzt einfach noch weitere dranhauen und das würde noch schneller gehen, aber pff, ich brauche die Energie eigentlich auch nicht mehr. Dann lassen wir das mal gerade fertig laufen. So, die Creative Energy Cell ist auch fertig. Ja, ich habe eigentlich den Solar Panel dran gehauen, aber dann eben so. Bitteschön. Als nächstes kommt dann die Energy Cell Creative. Dafür brauchen wir die Energy Cell Nitro. Ach, die stecken gar nicht. Hier. 1, 2, 3, 4. ATMs da. Und da ist auch gerade die Creative Energy Cell verschwunden. Ich glaube, die packe ich jetzt einfach auch mal doof. Steht das noch auf? Ach komm. Wir machen das jetzt einfach so. Einmal hier hin. Cable. Nein, nicht Blue Network Cable. Bum, bum. Ich lasse es einfach hier. Dies ist mir gerade sowas von egal, was mit dieser Welt passiert. Ich meine, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass dann danach immer das weg ist, aber naja. So. Wir brauchen jetzt noch den Creative Generator. Dafür brauchen wir einen Alternator und ein Flywheel. Einmal, zweimal, dreimal. Das dürfte jetzt eigentlich noch schneller gehen. Ich glaube, hätte ich das Ganze noch ein bisschen größer skaliert, wäre das zu schnell gegangen. Das sind jetzt gerade 18 Stück, die hier rein, dauerhaft reinfeuern. Und ich glaube mit... Ich hätte das mal auf 5x5 auf 4 Seiten aufgebaut. Also hin, vorne, oben, links, rechts. Und es ist wirklich durchgeschossen, bis zum geht nicht mehr. Hätte ich eigentlich hier auch machen sollen, bin ich ehrlich. Da war der Creative Generator und zu guter Letzt die Creative Battery. Oh, kriegen sogar noch eine Quest. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir noch 4 ATM-Stores über. 2 sind wie gesagt für die Pressure Chamber. Und die anderen 2. Ne, eine ist hierfür und müssen wir noch klein machen. Wo habe ich mich verzählt? 1, 2, 3. 4. Achso, hier noch den Creative Blaze Kick. Na komm, das. Ja, das mache ich jetzt nochmal. Das ist jetzt nochmal einmal auf. Ja komm, ich tue mir das mal gerade an. So, ich habe jetzt nochmal alles zusammengeholt. Und zwar einmal einen Blaze Kick hierfür. Wir packen. Na. So, die beiden Kuchen sind schon mal drinnen. Zu guter Letzt der ATM-Star. Und. So, ich habe hier schon mal die Kuchen reingeschmissen. Das ist jetzt hier mit dem Creative Motor alles so einfach. Im Grunde genommen haue ich jetzt nur noch den Blaze-Kick hier drauf. Und es geht einmal hier drunter. Mix alles schön zusammen. Und schon haben wir einen formschönen Creative Blaze Cake irgendwann. Braucht aber ganz schön lange. Aha, da ist er. So. Die Creative Energy Battery ist jetzt, glaube ich, auch durch. Jawohl. Und ganz ehrlich gesagt, das reicht mir jetzt hier auch. Ich kann jetzt ja immer noch klein crushen für die beiden Upgrades, aber ich bin jetzt hier einfach mal wirklich faul. Ich glaube, das habe ich mir jetzt auch verdient, oder? Wie gesagt, normalerweise wird der erste ATM-Star dafür verwendet, die ganzen anderen Items nochmal schneller zu machen. Aber wir haben alles zusammen. Ich würde sagen, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button. Wäre mir sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen,
dann sehen wir uns an einem neuen Projekt wieder, denn ich glaube, wir gehen ein wenig in die Minecraft-Hölle. Bis dahin, tschüss!